タワーを使用すると60センチ水槽では CO2 が1年近く持続します。また空になったら再充填できるのでランニングコストも安くなります。 NA コントロールタイマーを追加すると毎日の CO2 添加と照明器具のオン・オフが自動化できます。設置は NA コントロールタイマーのインとアウトに耐圧チューブを接続し、照明器具のコンセントを差し込むだけです。あとはタイマーをセットすると毎日決まった時間に CO2 添加と照明器具のオン・オフが行われます。 ADA の CO2 関連製品を活用して確実で使いやすい CO2 添加システムを構築してください。次回はガラス器具のメンテナンスについて紹介します。Hallo Leute, wir sind in Niigata, Japan, und neben uns sitzt Herr Takashi Emano, der sicherlich viele Leute beeinflusst hat, und wir sind hier, um ihm einige Fragen zu stellen. Zum Beispiel fragt uns Steffi aus Oberramstadt und John aus Berlin. Sie möchten wissen, wie sie ihre Liebe zur Naturaquarium entdeckt haben und wann sie Fotograf und Naturaquariendesigner geworden sind. Ich mag sowohl Naturaquarien als auch die Landschaftsfotografie sehr gerne. Ich begann mit dem Fotografieren bereits in meiner Jugend. Es gefiel mir nicht, nur meine Fische in meinem Aquarium zu halten, also versuchte ich, ein Ökosystem im Aquarium nachzuempfinden. Ein Ort, an dem Fische und Pflanzen zusammenleben können. Als ich Habitate der Natur besuchte, am Amazonas, auf Borneo und in Afrika, konnte ich sehen, dass die Landschaft nicht nur sehr schön ist, sondern auch, dass das Ökosystem sowohl die Pflanzen als auch die Fische leben lässt. Meine Liebe zum Naturaquarium und zur Landschaftsfotografie begann also quasi gleichzeitig. Die Landschaftsfotografie gefällt mir fast ebenso gut wie Naturaquarien. Tina aus Kloster Neuenburg, Österreich, möchte wissen, inwieweit Feng Shui ihre Arbeit beeinflusst hat und vor allem, inwieweit das Layout der Aquarien von Feng Shui beeinflusst wird. Feng Shui beeinflusst meine Gestaltungsstile überhaupt nicht. Ich bin nicht abergläubisch und daher glaube ich auch nicht an Feng Shui.